Ja, so, willkommen zu meinem zweiten Video in der Reihe, ja, Fitness auf meinem Kanal. Hat jetzt ein bisschen gedauert, einfach daran, weil ich habe auch ein paar neue Trainings gemacht und überlege auch vorher immer, über was möchte ich eigentlich so also in einem Video sprechen. Und ich dachte, so als zweites Video ist vielleicht ganz gut, wenn wir einfach mal drüber reden, was ist geeignetes Trainingsequipment? Also heute ganz klarer Fokus, Trainingsequipment. Warum möchte ich darüber reden? Naja, also jetzt gerade in der Corona-Zeit macht man ja viel daheim. Und es ist so, man kann viel daheim machen, ja. Wunderbar, super. Aber wenn man dann daheim arbeitet, dann hat man vielleicht nicht das professionelle Umfeld wie einfach im Fitnessstudio, wo ein Trainer ist. Also man hat einfach die professionelle Unterstützung nicht. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, dass man darauf achtet, dass man entsprechende auch Schutzausrüstung, ich nenne es jetzt bewusst Schutzausrüstung, hat, um sich eben selbst zu schützen, sprich, dass man sich nicht unnötig im Verletzungsrisiko aussetzt. Ja, in dem Zusammenhang, also ich möchte hier nicht drüber reden, was für Geräte oder was für einen Ersatz ihr für die verschiedenen Geräte nutzen könnt. Das sollte eigentlich, wenn ihr euch Übungen aussucht im Internet, also jetzt zum Beispiel auf YouTube geht und guckt, was ist eine gute Übung, die ich machen könnte, dann sollte eigentlich dort derjenige, der das euch zeigt, erklären, also was ihr dafür benutzt. Das sollte nicht der Fokus sein, ja. Also diese ganzen Apps, die es gibt, das sollte eigentlich immer dabei sein. Folgendes könnt ihr verwenden. Deswegen, das sehe ich hier nicht als mein Metier. Ja, wie gesagt, das Thema heute ist die Schutzausrüstung für einen selbst. Und das ist natürlich alles meine Sicht und ich möchte jetzt auch im Vorfeld schon mal ganz klar sagen, ich werde jetzt hier nicht gesponsert. Also die Sachen, die ich jetzt hier vorstelle, die habe ich mir selbst gekauft, aus der Überzeugung heraus. Ich werde auch immer ein bisschen was zu sagen, aber ich habe jetzt kein Geld dafür, dass ich die anpreise, sondern das ist einfach das Equipment, mit dem ich selbst trainiere. Und das jetzt auch schon mittlerweile praktisch daheim seit, ja, eigentlich 4 Monaten. Also es sind jetzt ziemlich genau 4 Monate. Habe da am Anfang Januar angefangen dieses Jahr und seitdem trainiere ich eben und habe jetzt stetig mein Equipment erweitert. Und ich fange einfach mal hinten an, mit dem, was ich jetzt aktuell mir als letztes geholt habe. Das ist nämlich eine neue Trainingsmatte. Man kennt das ja von früher, da hat man da so eine Isomatte, ja, und trainiert da drauf ein bisschen. Das ist ganz nett und gut. Isomatten sind aber eigentlich eher für Camping. Ganz einfach, die haben ja auf beiden Seiten haben die eine gleichmäßige Fläche, die verrutscht dann vielleicht, wenn man drauf geht, ja. Die ist vielleicht ein bisschen dünner, weil die eigentlich eher zum Isolieren gedacht ist und nicht zum Abfedern von Druck. Und wir reden hier immer von einem Druck, der auf Gelände auf Gelenke ausgeübt wird. Also dieser Druck, der auf die Gelenke ausgeübt wird, das ist ja eigentlich das, was ungünstig ist beim Trainieren. Ja, das ist auch, ich hätte es beinahe gesagt, schlecht, aber es ist vor allem ungünstig. Und deswegen habe ich mir jetzt meine Isomatte, mit der ich jetzt die ganze Zeit trainiert habe, mal durch eine, ja, ich würde sagen, professionellere Lösung ersetzt, nämlich durch so eine Sportmatte. Die ist einfach ein bisschen dicker. Die ist auf der anderen Seite, hat die eine Anti-Rutsch-Beschichtung, dass die eben nicht wegrutscht. Wenn man auch mal einen Sprung macht oder ein Burpee, dann verrutschen so Matten gerne. Hat die Matte jetzt, wie gesagt, extra unten so Noppen. Und ich habe da jetzt so eine Matte von Blackroll geholt. Die ist angenehm dick, die federt schön, die ist ein bisschen breiter als so eine Isomatte, die ist auch ein bisschen länger als so eine Isomatte. Also ich habe auch mehr Fläche, auf der ich mich einfach bewegen kann. Und ja, wie gesagt, die rutscht nicht, die federt entsprechend, also die federt ab den Schwung, den ich habe. Und sie bietet mir eine Fläche, die ich beliebig, also auf der eine ausreichend große Fläche, um es so zu formulieren. So viel zu, ja, worauf stehe ich? Dann kommen wir zum nächsten zu den Schuhen. Bei Sportschuhen, also ich trainiere immer mit Sportschuhen, ich trainiere nicht barfuß, ich trainiere nicht in Strümpfen, ich trainiere nicht in meinen, na, es sind meine Straßenschuhe, weil ich habe einfach immer Sportschuhe an, aber im Normalfall sollte man auch extra Schuhe für Sport haben und an der Stelle, ja, kann ich euch nicht viel sagen. Also ich kann nicht sagen, welchen Schuh ich habe, aber das bringt euch nichts, weil ihr habt andere Füße als ich. An der Stelle ist es echt wichtig, einfach, dass ihr euch Schuhe holt, in denen die bequem sind. Das ist ganz wichtig. Also es bringt nichts, wenn ihr den super Sportschuh habt, der aber unbequem ist. Also bequem ist ein Faktor.
dann macht eine Laufanalyse, ernst gemeint, ja. Auf alle Fälle schaut, ja, in welche Richtung jeder Mensch rollt so ein bisschen anders mit dem Fuß ab. Und dann gibt es ja Leute, die nach innen und nach außen kippen, da gehöre ich auch dazu. Da gibt es Schuhe, die gegenwirken, also holt euch diese Schuhe, dass ihr beim Training nicht weiter diese Fehlstellung im Fuß praktisch weiter ausbaut, sondern dass der Schuh gegenarbeitet, dass ihr auf Dauer eine gesunde Fußstellung habt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ansonsten, dass der Schuh passt, ne, muss bequem sein. Wie gesagt, so Schuhen ist ein bisschen schwer. Ja, dann ist das nächste, was ich habe, ist ein Kniegelenkschoner. Warum das? Kniegelenke werden bei sehr vielen Übungen belastet. Alles, wo wir stehen, wo wir hüpfen, wo wir ins Knie gehen, also auch eine klassische Kniebeuge, das sind alles Übungen, die zwar sehr gut, ja, den Muskel trainieren, den man möchte, also auch sehr gut die Beine trainieren. Die haben aber alle den Nachteil, wie eigentlich jede Übung, dass ein Gelenk beansprucht wird. Und ein Gelenk zu beanspruchen ist erstmal gut, es zu belasten ist gut, zu viel Belastung ist aber schlecht. Und an der Stelle kann euch dann eben eine, ja, Bandage für oder diese Profi, ja, es ist eigentlich auch eine Bandage, ne? Also diese Profi-Unterstützung können da sehr viel Druck rausnehmen von der Belastung. Das heißt, das Gelenk hat nicht so viel Druck und an der Stelle ist es einfach gesünder für das Gelenk, weil sonst werdet ihr merken, ja, wenn ihr trainiert, irgendwann wird euch einfach das Knie wehtun. Wahrscheinlich habt ihr dann morgens, wenn ihr aufsteht aus dem Bett, plötzlich merkt ihr, oh, ja, irgendwie geht es nicht so gut. Also lieber da auf euren Körper hören. Wenn ihr merkt, ja, dass ihr viel Gewicht auf dem Knie habt beim Training, schaut, dass ihr auf alle Fälle euch überlegt, euch so eine Bandage zu holen. Ja, das kann ja, ja mit der Billigbandage aus, ich glaube im Decathlon gibt es welche für 3 € oder so, ja, da kann man mal anfangen und wenn man dann merkt, das bringt was, dann kann man auch überlegen, ob man vielleicht in eine bisschen hochwertigere investiert, die dann eine, und da ist natürlich wichtig, dass ihr dann schaut, dass ihr euch nicht zu sehr in der Bewegung also beeinschränkt, beeinträchtigt. Hatte ich jetzt zum Beispiel, ich hatte welche, die sind relativ dick. Und ich merke, dass ich dort nicht komplett in die Kniebeuge mit reinkomme. Also die letzten 2 mm in Anführungszeichen, die fehlen da. Aber ansonsten, die sind sehr, sehr gut. Die nehmen sehr viel Belastung von den Gelenken runter. Und ja, das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, wenn wir beim Thema Gelenke sind und Gelenke, die oft belastet werden, dann ist das nächste ganz klar das Handgelenk. Handgelenke belasten wir auch unglaublich viel. Also, das heißt im Fitnessstudio, wenn wir, also auch wenn man hier eine normale Curl macht, auch da hat man eine Belastung auf den Handgelenken, aber man hat noch viel mehr Handgelenkbelastung, wenn man eben Liegestützen macht. Also egal welche Ausführung, schräg, ja, invers, normal, wenn man die Fingerspitzen zusammenhält, weil man eben mehr Trizeps trainieren möchte, überall da hat man eine Handgelenkbelastung. Und Handgelenke ist ein ganz anderes Thema als Knie. Ein Knie ist für die dauerhafte Belastung des Körpers eigentlich gemacht. Vielleicht nicht so stark, wenn man Sport macht, aber dafür ist ein Knie da. Das Handgelenk wiederum, ja, evolutionsbedingt, eigentlich nicht. Und dass wir damit das Körpergewicht tragen und das können ja durchaus 70, 80, 90, 100 Kilo sein, die dann auf dem Handgelenk drauf sind. Dafür hat die Natur das einfach nicht vorgesehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch irgendwas sucht, womit ihr die Handgelenke unterstützen könnt. Und ich hatte vorhin angekündigt, ja, ich werde hier nicht bezahlt, aber ich möchte trotzdem mal meine vorstellen, weil das ist eigentlich eine sehr coole Lösung, finde ich. Deswegen habe ich mir die auch geholt. Und zwar sehen die so aus. Und wenn man die anzieht, muss ich gucken, welche Seite das war. Es hat natürlich die falsche Seite. Das ist die andere Seite, die ich gezeigt habe. Dann sehen die so aus. Und man sieht hier ganz klar, ich habe hier eine Handgelenkunterstützung. Das nimmt hier die Last runter. Oh, ich muss schon ein bisschen anders nehmen. Ich habe unten eine Fläche, die mich unterstützt. Ich habe hier, also da ist ein zusätzlicher Grip drauf.
Ich habe hier aber viel, viel freie Fläche, also der komplette Handrücken ist frei eigentlich. Das heißt, wenn ich schwitze oder generell die Körperwärme, die ich habe hier immer die Möglichkeit, dass frische Luft an die Hand rankommt. Und ja, das ist eben sehr, sehr wichtig. Also zum einen, dass wir die Handgelenke unterstützt haben, dann die Griffunterstützung auf der Innenseite von der Hand, dass wenn wir irgendwas greifen, dass wir an der Stelle dann eben nicht aus Versehen abrutschen. Also schönes Beispiel ist eigentlich im Fitnessstudio die Handelstange. Da habe ich lieber ein bisschen ja, eine Unterstützung, mehr Grip. Auch wenn ich dann weniger vielleicht die Stange auf der Hand spüre und weniger einschätzen kann, ja, rotiert die. Ich habe aber wesentlich einen besseren Halt und das ist wichtig. Und genau, das ist so im Wesentlichen das, was ich fürs Training benutze. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt doch noch, ja, hier, wie für die Knie, gibt es noch Ellenbogenschützer, dann kann man sich noch so Hüftgurte holen für extra Gewichte. Das ist vollkommen korrekt. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass das unsinnig ist, wenn man sich sowas holt. Das kann man sich gerne machen. Ich habe es halt nicht. Einfach weil ellenbogenmäßig habe ich noch nicht gemerkt, dass ich die Belastung habe, dass ich sage, da muss ich was machen. Und ich wiege eigentlich auch genug, dass ich nicht extra noch so einen Bauchgurt brauche mit extra Gewichten. Ja, also, aber so an der Grundidee her, ja, wenn ihr jetzt überlegt, daheim zu trainieren, gerade in der Corona-Zeit, macht euch auch ausreichend Gedanken über euren eigenen Schutz. Nicht, dass ihr euren Körper kaputt macht, weil dann bringt euch das beste Trainings nichts mehr, wenn euer Körper kaputt ist. Und ja, darüber wollte ich halt einfach mal ein Video drehen, euch mal so ein bisschen auch ein Insight geben, was benutze ich. Wie gesagt, ich habe so eine Matte, ich habe extra Schuhe, die meine Fehlstellung der Füße ein bisschen korrigieren. Knieschoner, Handgelenkschoner und eigentlich war es das schon. Und natürlich genügend trinken, aber das ist jetzt keine Schutzausrüstung. Aber das ist so mein normales Trainingsequipment. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. So mal so ein bisschen Talk-Video mit, wie trainiere ich eigentlich und worauf muss ich achten. Und wenn es so ist, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen, dass ihr dann einfach hier das Video mal liked, den Kanal abonniert, wenn es euch richtig gut gefallen hat und am besten noch die Notification setzt, wenn ihr sagt, hey, eigentlich ist das ganz cool, da möchte ich nichts verpassen, dann setzt die Notification und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich denke, das nächste Video ist dann Trainingsmotivation. Wo nehme ich eigentlich die Motivation her, dass ich trainiere? Oder wie kann ich mir selbst auch Motivation machen, wenn ich jetzt trainieren möchte? Aber ich sage immer wieder, hey, irgendwie, oh, heute nicht. Und dieses heute nicht. Und darum kümmern wir uns dann das nächste Mal, wenn wir ein Video drehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was und einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.